Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, mal wieder zu einem neuen Video. Und in den Kommentaren wurde beim letzten Video drunter geschrieben, wie ich vielleicht ein Video zum Rambad machen würde. Und ja, hier sind wir bei meinem Rambad. 14 Flammenwache, das Talent. Warum Flammenwache? Weil Rambad sollte mal Tanky spielen und kommt bei Rambad nicht darauf an, dass er irgendwie Damage macht, weil er nämlich bei seinem Skill auch, glaube ich, nicht mal jemand angreift. Doch, doch, tut er schon in Höhe von 6%. Okay. Warte, nein, nein, er greift nicht an. Warum Flammenwache und nicht Heiliges Licht? Das liegt daran, wegen dem echten Schaden, weil es gibt nämlich einige Helden, die haben echten Schaden und echter Schaden ignoriert. Die Schadensverhinderung durch das heilige Licht. Jedoch, Flammenwache wirft trotzdem noch den Schaden zurück und ist halt deswegen dann relativ gut dagegen. Ist halt auch eine Art Countermöglichkeit gegen den Dyna, weil Dynamikas haben ja diesen Special-Effekt, dass sie echten Schaden austeilen, und da wäre heiliges Licht halt relativ useless. Klar, die LP, die man dazu kriegt, sind nicht useless, aber der Schaden, der verringert wird schon. Und da die meisten Rambats schon durch die Dynas sterben, ist es ganz praktisch, wenn man Flammenwache drauf hat. Echte Pietät als Wappen ist auf jeden Fall Pflicht. Könnte es auch andersrum natürlich spielen, aber ohne echte Pietät keine Rambat-Leute. Als Ausrüstung habe ich Schutzbefohlen des Waldes. Liegt halt daran, wenn Rambad gedebufft ist natürlich nicht so nice. Und auch generell sein Team, es ist ja so ein Teamheld, der das Team unterstützen soll, und da unterstützt er halt das Team noch mehr und er healt sich natürlich auch. Und das ist halt ganz praktisch. Und hier habe ich den, keine Ahnung, ich glaube irgendwas mit Bulle heißt das. Habe ich jetzt auch nicht explizit auf ihn ausgewählt, aber habe ich halt Ausweichen drauf. So. Ich habe hier jetzt 11.205 Ausweichen drauf, und viele Leute sagen zwar, Trades sind scheißegal beim Rambad und so, aber der Meinung bin ich nicht, weil nämlich die Helden halt eine niedrige Wahrscheinlichkeit haben, ihn zu one-hitten, wenn seine Ausweichrate höher ist. Und das meistens stirbt der Rambad dadurch, dass er geone-shotted wird. Auch wenn er einfach durch richtig viele Hits oder so und durch einen Borealfuchs Debuff, gegen den übrigens der Schutzbefohlene des Waldes hilft, dass er dann trotzdem ja, relativ lange durchhält. So, wir wollen ihn natürlich jetzt gleich mal austesten. Wir greifen jetzt auch mal irgendeinen Random an und schauen mal, wie der Rambad hier passiert. So. Okay, das ist nicht so die krasse Death. Dann ein Rambad im Death. Übrigens, Leute. Und ein Dyna, okay, Dyna. Das wird interessant. Auf jeden Fall, Leute, haut nicht euren Rambad in die Death rein. Rambad ist im Fassungskampf richtig krass, in jedem PvP-Modus, also in Player vs. Player-Modi, ist er extrem stark und ist halt auch ziemlich stark im GK, weil der kann einen Höllenballon oder so draufpacken, dann tankt er im GK alles weg. So, jetzt sehen wir es gleich, und jetzt hat er den Debuff weggemacht und kann trotzdem healen. Ja, er ist jetzt leider trotzdem gestorben, aber habt ihr gesehen, er hat schon ein bisschen durchgehalten gegen Dyna, ne? Greifen jetzt mal den King Clasher an. Wo ist er denn? Da ist er. So. Ups, na. So, ich bin richtig lost. Schau mal, wie es gegen sein Team ausschaut jetzt hier. Hier setzen wir ihn rein. Und da sieht man gleich, kriegt schon mal gar keinen Damage. Also wirklich gar keinen Damage. Klar, die Sense 4er ist, glaube ich, auf Genauigkeit, deswegen trifft er schon.
so gut wie alles, und dieser Borealfuchs wird wahrscheinlich auch einiges haben. Aber der kann sich trotz Borealfuchs Debuff healen wegen diesem Schutzbefohlenen des Waldes. Weil viele Leute haben ja heilige Überzeugungen drauf, aber das Problem ist halt, wenn der Gegner dann einen Borealfuchs hat oder einen Seelenheiler Zephy, was ja auch ein Debuff ist. Und es ist halt schon ziemlich stark, dass der sich jetzt einfach durchgehend wieder hochheben kann. Klar, der wird jetzt niemanden killen, das ist auch nicht der Job davon, von dem Rampart, aber der tankt einfach wie Sau. So. Jetzt schauen wir mal noch, jemand, der ein bisschen mehr Macht hat, hier 952.000 Macht. So. Oh, der hat keine Magietürme, das ist ganz nice. Der ist übrigens in meiner Gilde. Das war ein Lügner, ne? Ja, so viel dazu. Er kann schlecht gewarnt werden. Der wird wahrscheinlich ein Oderbound-Talent drauf gehabt haben. Vielleicht Oderbound-Stärken oder irgend sowas. Also Stärken hat er 100 Pro drauf. Und ja, deswegen also er kann immer noch gewarnt werden. Das sieht man auch. Aber man muss auch sehen, in der Death, durch die erhöhten Heldenbasen, kriegen die Helden auch mehr an Damage dazu. So. Hier kann man jetzt gut sehen, wie er ziemlich stark komplette Team tankt. Hier sind DB30, DB31 Helden, 750k Macht, also der macht gut Damage. Der hat Borealfuchs, Lavanica, Cosmo, Hüterinnen und so. Also der hat gute Helden der Defense, und ihr seht, kein bisschen Leben geht weg. Und er weicht halt auch ein bisschen was aus, was halt wiederum die Wahrscheinlichkeit auf einen One-Hit halt verringert. Ich würde tatsächlich, wenn ihr Rambat habt, den auch wirklich ausweichen hochleveln. Nicht, weil der jetzt im Gegensatz zu anderen Helden ist tatsächlich gestorben, okay. Ja. Weil im Gegensatz zu anderen Helden das bei ihm besonders viel bringt. Nein, weil er halt relativ starker Held an sich ist. Klar, wie ihr gesehen habt, er kann immer noch one-hitted werden. Ganz praktisch ist, wenn ihr den in der Arena in eurem Dev-Team drin habt. Also mein schaut derzeit wie folgt aus. Weil der Rambat, erstens stirbt er halt fast nicht. Vor allem, wenn noch ein Walla Walla im Team ist, dann ist halt literally unmöglich und so. Und das Schöne ist, wenn eine von deinen Reihen stirbt oder so, sagen wir mal, meine Hüterin wird von einem Düner gewonnen oder sowas oder halt gekillt, ne? Dann kommt der Rambat und wiederbelebt die. Genauso wie den Zephy und oder keine Ahnung, Lavanica oder Borealfuchs. Kann halt alle wiederbeleben, was extrem stark in der Arena ist. Könnt ihr auch immer Angriff benutzen und einfach den auf eine Lane tun und dann auf den anderen Lanes alle anderen Helden reinhauen. Da noch. Ja, mal schauen. Ja. Den Tunnel macht keinen Kampf. Fangen wir noch mit dem Team an. Schauen wir mal. Das ist, ist kein wirklicher Gegner. Wenn es mal einen starken Gegner oder so gibt, dann kann ich euch mal so ein bisschen so ein Gameplay zeigen, wie das sich hier tut. Ja, ist jetzt natürlich ein bisschen schade, ne? Aber was soll man machen? So. Kommt jetzt mal ein bisschen besseres Team. Halt, ja, Zephy, das könnte doch ein Gegner sein, oder? Boah, schaut aus wie ein Gegner. Ja, DB33. Klar, die anderen haben jetzt hauptsächlich die meiste Arbeit gemacht. Aber ihr seht, er healt zumindest ein bisschen. Das ist ja auch schon mal was, ne? Ein bisschen healen. Also ihr könnt ihn auch einfach als Art Healer ins Team mit rein tun. Er wird jetzt nicht direkt die Welt healen, aber der healt schon recht gut, würde ich jetzt mal behaupten. Steht da noch eine Hüterin oder was ist das? Die noch steht. Ich glaube schon, ne? Ja, was ist denn das? Ja. Auf jeden Fall chillig, dass ich da jetzt verliege gegen Durchbruch 10 scheiß Mistgeburt, Alter. So. Das werde ich wohl gewinnen. Und Leute, spielt euren Cosmo nicht immer auf Equipment. Das ist nur was für Festungskampf, Alter. Bringt sonst nichts.
So. Den mach ich noch weg schnell. Hoffentlich, ne? Ja. So. Sonst hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich mal über eine Bewertung freuen. Lasst ein Abo da und wenn ihr irgendjemanden kennt, der vielleicht auch beim YouTube-Channel vorbeischauen will, dann empfehlt den mal weiter, könnt ihr Video teilen, würde ich richtig feiern. Sonst habt einen schönen Tag noch, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.